Hi Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Minecraft. Ja, was erwartet uns heute? Was wollen wir heute machen? Wir wollen wieder mal ein bisschen bei uns in der Villager-Stadt bauen. Und wollen, wenn... nicht schlagen, warte. Und wir wollen, wenn möglich, noch ein paar Lampen anbringen. Ich weiß gar nicht, wieso die... Wieso könnt ihr denn jedes Mal hier spawnen? Check ich nicht. Wir wollen noch ein paar Lämpchen machen. Das heißt, wir müssen noch ein kleines bisschen Dingens haben. Kleines bisschen Holz. Weil wir mit diesem Holz Dinge bauen werden. Dinge wie zum Beispiel... Oh, ich habe noch Glowstone. Wie zum Beispiel Laternen. Da war Holz. Da, jetzt habe ich es gesehen. Wie zum Beispiel Laternen. Das wollen wir natürlich machen. Laternen. So. Nur nämlich ein paar Zäune bauen. Die brauchen wir nicht. Ganz viele. So. Und ein paar davon noch. So. Das wären 20. Also wenn wir 20 Laternen bauen, dann geht's uns gut. Da wollen wir schon gucken. Da haben wir schon gesehen, dass da tolle kleine Tierchen geschlüpft sind. Schildkröten. Ja, mittlerweile ist Captive Minecraft ja auch schon etwas länger draußen bei uns. Wir haben schon ein paar Folgen gemacht. Ja. Wird es angenommen, wird es nicht angenommen? Im Moment sieht es so aus, als wenn es nicht so gut läuft. Schade eigentlich, weil ich persönlich mag eigentlich das Projekt und ich mag auch gerne mit Willi Videos aufnehmen. Aber es ist eigentlich sehr entspannt. Also wir erzählen dann eben halt während des Videos und auch zwischen den Videos. Zwischen den Videos kommt es dann auch vor, dass wir dann erst noch das ist, oder so ein bisschen zusammensitzen. Und sagen wir mal erzählen, ne? Und das ist eigentlich ganz cool, ne? Wenn man so eben halt die Möglichkeit hat, in Ruhe sich auch mal zu unterhalten. Habe ich da jetzt mehrere? Nee. Sich in Ruhe zu unterhalten und so weiter. Und mir macht Spaß, mich mit ihm zu unterhalten. Er hat ja auch einen YouTube-Kanal. Das haben wir ja schon. Das haben wir ja schon festgestellt und alles. Das haben wir ja schon quasi ausgecheckt. Und ja, mir hat es also wirklich sehr viel Spaß gemacht bis jetzt mit ihm. Und ich hoffe, dass er sich da nicht so schnell entmutigen lässt, wenn mal die Klickzahlen in dem Sinne nicht da sind. Vielleicht guckt sich das Video dann einfach mal irgendjemand an. In ein paar Wochen, in ein paar Monaten. Keine Ahnung. Ich habe schon so viele Videos gemacht, wo mehr oder weniger kein Mensch die geguckt hat oder ganz wenig Leute die geguckt haben. Es ist schade. In einem Augenblick ist es zuerst einmal schade, weil man macht sich ja doch viel Mühe, ne? Und man überlegt sich ja mal was, wie man was machen könnte und was weiß ich nicht, was alles. Aber letztendlich muss man auch sagen, wenn man YouTube macht, oder allgemein Videos macht, ob es jetzt für YouTube ist, für andere Plattformen oder sonst irgendwie was. Es ist einfach so, woher sollen die Leute wissen, dass man existiert? Das ist so mein Hauptgedanke eigentlich immer, ne? Woher sollen die Leute wissen? Ist falsch? Ist richtig. Woher sollen die Leute wissen, dass man existiert? Und woher sollen die Leute wissen, ob das cooler Content ist oder eher nicht so cooler Content ist. Das ist halt so immer die Frage, ne? Und deswegen ist es wichtig, eigentlich Ruhe zu bewahren und zu sagen, okay, hey, wir machen das jetzt gerade mal so und so viele Monate. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich habe Zeit. Ich will eh nicht... das ist falsch. Also ich zum Beispiel will gar nicht so schnell... Was soll das denn? So schnell wachsen. Ich finde es ganz okay, wenn ich langsam wachse. Wenn dafür die Leute, die da sind, wirklich Spaß haben, das zu sehen. Und wirklich sagen, okay, ey, cool.
wenn du zum Beispiel auch mal was anderes spielst. Jo, finden wir cool, gucken wir gerne zu oder eben halt auch sagen, nö, pass auf, das und das könntest du ändern, das und das wäre anders schöner oder sonst irgendwie was. Da bin ich für alles offen. Also ich habe da wirklich mehr Spaß dran, wenn mal jemand vernünftige Kritik äußert und sagt, hey, versuch mal das und das zu ändern oder sonst was, dann versuche ich das auch. Das ist wie zum Beispiel mit Tim. Der hat schon lange Zeit gesagt, ey, pass auf, mach mal vernünftiges Thumbnails und so weiter. Und ich habe gesagt, immer habe ich gesagt, ach, komm, lass mich mit dem Scheiß in Anführungsstrichen zu in Ruhe. Ja, das ist immer relativ viel Arbeit, Thumbnails und so richtig, weiß ich nicht. Ich persönlich finde Thumbnails, die so sehr künstlich sind, wo mehr oder weniger nicht das drauf zu sehen ist, was wo es im Video drum geht, finde ich blöd. Finde ich einfach, persönlich finde ich so blöd. Es triggert mich unheimlich, wenn ich ein Thumbnail habe oder finde, welches nur dafür da ist, um Leute zu darauf zu bewegen, dass die klicken und so weiter. Ne? Finde ich schlimm. Finde ich richtig, richtig schlimm. Warum man nicht einfach sagt, ey, pass auf, ich biete hier Minecraft-Content und ich mache zum Beispiel jetzt hier von dem ganzen Bild jetzt hier so irgendwie schönes Bild oder sonst was und sagt da rein, jo, Laternenarbeit wird fertig oder sonst irgendwas. Ey, das ist doch ein ehrliches Thumbnail. Es ist doch ehrlich und es ist nicht so, dass man sagt, jo, mir scheißegal, ob es ehrlich ist oder nicht. Ich mache das so, weil es die meisten Klicks gibt. Uff, finde ich super schlimm. Da finden wir uns irgendwo wieder, ja, wo wir jetzt, ja, wo es einfach für mich keinen Sinn macht. So, mal eben kurz nachziehen. 1, 2, 3, 4, Klick. 1, 2, 3, 4, Klick. 1, 2, 3, 4, zack. 1, 2, 3, 4, zack. 1, 2, 3, 4, zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, 4, zack. 1, 2, 3, 4, ist mir hier, Alter. So. Deswegen, also, für mich muss YouTube Spaß machen. Und mir macht es im Moment sehr viel Spaß. Mir macht auch Minecraft trotzdem noch sehr viel Spaß. Weil ich einfach immer wieder neue Ziele setze, was ich gerne erreichen wollen würde. Und mein Ziel ist auch gerne mal mit anderen zusammenzuspielen. Das mache ich ja zum Beispiel jetzt mit Willi. Mit Captive Minecraft. Und es gibt noch ganz andere Sachen, die man machen kann in Minecraft. Auch mit sogenannten Mods. Oder Kartentypen. Ich glaube, das eine ist gar keine Mod. Ich glaube, das ist eigentlich ein Kartentyp. Und das finde ich ganz cool. Mir macht es wirklich Spaß, auch mal was Neues kennenzulernen. Weil jetzt immer hier in Anführungsstrichen nur bauen. Ist natürlich Quatsch, ne? Wir machen natürlich mehr als bauen. Wir sind kreativ. Wir erschaffen was. Wir gucken, dass es unseren Big Buddies gut geht. Nicht... Hier ist wieder keiner. Nicht wahr? Hier ist wieder keiner. Aber hier muss ich rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Rest wird hier mit jemandem so. Danke, tschüss. Haben wir hier schon irgendwo Kinder rumfliegen, Eiern? Was verkaufst du? Was? Nee, es ist alles doof. Es ist alles doof. Nee, will ich nicht. Was ist mit dir? Warte mal, dir kann ich aber hier so was geben. Ja, jetzt bist du glücklich, ne? Ich hätte gerne... Was ist Treue? Ich check nicht ganz, was Treue ist. Kompass ist doof, Bücherregal will ich auch nicht. Beschriebenes Buch. Eine Uhr? Was will ich mit einer Uhr? Glas? Haltbarkeit. Okay. Naja, wie dem auch sei. Ich glaube, Kinder haben wir jetzt hier gerade nicht. Also, Kinder von unseren Villagern. Villager! So, was machen wir jetzt hier für eine Laterne hin? Eine, so eine doppelte? Ich glaube ja, ne? Das könnte man machen. So, machen wir auf der anderen Seite jetzt auch eine. Obwohl, hier in den Zwischenraum müssen wir ja noch irgendwas machen. Ich bin mir noch nicht sicher.
1, 2, 3, 4, zack. 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 1, 2, 3, 4. So. So. Perfekt. Deswegen. Also ich zum Beispiel, ich habe auch viel Spaß daran, auch mal andere Let's Plays zu machen. Ich mache ja auch immer noch abends mal, oder ich mache ja trotzdem noch andere Let's Plays oder Let's Tests im Prinzip. Also wir spielen Betas oder sonst was. Und ich habe einmal gesagt, ich habe mit Subnautica angefangen. Habe ich auch. Das habe ich. Ich habe die Videos auch noch, aber ich habe da nicht weitergemacht. Weil Subnautica doch einfach relativ langwierig ist. Bestimmt. Und weil Willi mich gefragt hat, ob wir Captive Minecraft machen. Und da habe ich gesagt, na klar. Na klar. Also machen wir Captive Minecraft. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. 3. Hey, mache ich gerade. 1, 2, 3. Wir machen das gleich. Also wir, ich erzähle gleich weiter. Das ist so. Ich muss mich hier so konzentrieren, dass ich. Dass ich wenigstens so ungefähr. Was? 1, 2, 3, 4, 5. Oder machen wir da. Klar, ich mache natürlich auch noch andere Let's Plays und so weiter. Und ich will gar nicht spoilern, was es demnächst alles gibt. Oder was es nicht gibt oder sonst was. Möchte ich gar nicht so viel spoilern. Also Subnautica, ja, da bin ich noch dran. Ich bin mal gespannt, was ich da noch hinkriege. Dass wir da noch mehr hinkriegen. Aber ich möchte das jetzt nicht so versprechen. Es gibt viele andere Sachen, die ich Vorrang haben. Zum Beispiel, dass wir hier vernünftig weitermachen. Dann natürlich auch Vorrang. Weil es ist ja doof, wenn wir hier mit mittendrin aufhören. Ach Gott, ey, bin ich doof. Hier drin mittendrin aufhören, ne? Das wäre natürlich blöd. Da muss man ehrlicherweise sagen, das wäre natürlich wirklich sehr blöd. Also machen wir hier weiter. Und es wird ja, es wird Stück für Stück besser. Wenn man jetzt mal überlegt, womit wir gestartet haben. Wir haben mit nichts gestartet. Mit gar nichts hier. Und jetzt sind wir schon dabei, in so ein kleines Mini-Häuschen zu machen, also Mini-Stadt zu bauen in der großen Stadt, damit unsere Villager hier leben können, ne? Also, und dabei habe ich noch gar nicht so begriffen, wie man letztendlich die Story, in Anführungsstrichen Story, weiterspielt. Das weiß ich noch nicht mal. Ich weiß, dass es einen Nether gibt, da waren wir schon öfters, aber wie geht's dann weiter? Warum levelt der sich denn nicht? Kann doch nicht sein, dass da ein Ende ist. Den kaufe ich noch. Du bist glücklich? Schön. Möhre. Karotte. Perfekt, perfekt. Hast du nicht genug zu essen? Doch, ja, nein. Keine Ahnung. Machen wir schnell zu. So. Vielleicht sind es auch bloß zu viele Möglichkeiten gerade oder sonst irgendwas. Irgendwas werden die schon haben, die Villager. Wahrscheinlich früher oder später ist es so, dann sind da trotzdem wieder ein paar Villager-Babys, also Kinder da. Das ist halt manchmal, ne? Ich habe ein Skelett gehört. Aber hier drin ist eigentlich relativ safe. Kann ich nochmal gucken? Einer.
Hier sind zwei. Kann man was mit euch anfangen? Barren habe ich jetzt keinen. Aber warte mal, habe ich nicht vorne einen Barren? Bleibt mal da drin. Ist schon wieder viel zu spät. Was? Das ist schon wieder viel zu spät hier. Hier, den Müll kann ich da reinpacken. Papier haben wir noch ohne Ende. Smaragde haben wir noch ohne Ende. Diamanten haben wir noch ein paar. Was kann ich noch da reinpacken? Gehen, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Erstmal. Bei dem euch in der nächsten Folge oder wenn wir weitermachen. Oder ich mach's so weiter, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Kommt ja auch immer drauf an, was ihr mögt, was ihr. Was ihr sagt, damit ihr auch Spaß dran habt. Ich kaufe davon mal zwei Stück. Bist du glücklich? Er ist glücklich. So, jetzt kaufen wir hiervon auch noch zwei Stück. So, jetzt seid ihr beide doch glücklich, oder? Oh shit. Ja, guck ihn an. Guck zurück. Verdammt. Ich bin halt einfach zu blöd dafür, glaube ich. Nee, ich will es nicht. Weh, lauft jetzt raus. Da. Es ist einfach rausgeploppt. Guck mal. Oh, wie süß. Hallo. Hallo. Ja, und so vermehren wir Villager. Stück für Stück immer ein bisschen traden und so weiter. Ich meine, wir kriegen ja genügend Quatsch von denen. Wir kriegen ja genügend Quatsch, ne? Was wir teilweise ja so bekommen durch den Bibliothekar, den wir hier haben, bekommen wir ja Papier ohne Ende. Also andersrum, wir haben ja Papier ohne Ende. Aber wir kriegen Smaragde ohne Ende. Deswegen lässt sich das so leichter traden. Also die ganzen Axtdinger und so weiter ist natürlich Blödsinn, ne? So, ich will euch das mal zeigen, weil normalerweise gehe ich jetzt. Wo ist er denn? Hey, ich habe noch gehört, oder nicht? Normalerweise gehe ich nämlich. Da ist er nicht. Ich suche ihn gerade. Ja, ich weiß, es wird schon eine längere Folge, als wir eigentlich vereinbart haben, aber. Aber ich will euch das eben zeigen, wie ich das so mache. Hallo? Nee. Hallo? Nee. Nee. Was ist denn hier? Da! Da ist er. Hier, seht ihr? Ich brauche einfach nur zack. Zack. Und so kann man das die ganze Zeit machen, ne? Und jetzt habe ich direkt wieder ein paar mehr. Es ist super einfach. So, meine Freunde. Ich werde aber jetzt wirklich Feierabend machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir, glaube ich, in den Nether nochmal gehen. Ein bisschen was holen. Ich danke fürs Zuschauen, ja, und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.